Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei Blinde Wolle. Ich bin Janina, ich bin 30 und komme aus der Nähe von Stuttgart und wohne hier mit meinem Mann und meinem Hund und unserem Chamäleon, für alle die neu sind. Und schön, dass ihr dabei seid und auch an die, sorry, an die mich schon länger verfolgen. Auch schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute am Pfingstmontag. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ja. Ja, wundert euch bitte nicht, warum ich eine dicke Lippe habe. Ich riskiere eine dicke Lippe. Ja, ich habe mir ein Lippenpiercing stechen lassen am Freitag und ja, das muss halt heilen und deswegen habe ich hier immer so Wundsalbe und so drauf. Also, ja. Kommen wir heute, es ist wieder ein ganz normaler Strick-Podcast, kein Deep Talk zum letzten Mal. Dazu sage ich aber nachher noch was, weil es gibt nämlich gute Neuigkeiten. Das machen wir zum Schluss. Als erstes kommen wir zum Gestrickten und ich habe sogar mal was Fertiges zu zeigen. Es sind diesmal aber nur Socken, die fertig geworden sind. Weil Großprojekte, ja, liegen gerade auf den Nadeln. Das hier, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich letztes Mal schon gezeigt, sonst zeige ich sie euch halt nochmal. Das sind die Gothics von der Birgit Freier. Die gibt es auch auf Ravelry, ist eine Kaufanleitung, aber wirklich günstig. Und normalerweise werden die auch mit zwei Farben gestrickt. Ich habe es jetzt zur Übung erstmal nur mit einer gemacht. Ja, mein Sonnenbrand sieht man auch. Lässt sich bei mir leider nicht vermeiden, egal wie sehr ich mich eincreme oder ähnliches. Ja, also ich habe wieder ein rosa Einhorn. Ja, ich weiß, eigentlich ist das ja nicht lustig. Aber ich finde es lustig. Habe ich, glaube ich, im letzten Video auch gesagt. Ja, die in Schuhgröße 39. Mit, also ich stricke immer die Bumerang-Ferse, auch wenn. Ich glaube, auf dem Bild bei der Anleitung war eine Käppchenferse angegeben. Die kann ich zwar auch, aber die mag ich nicht. Ja, die kommen in meine Verkaufs- oder Verschenkekiste. Also ich werde die selber nicht behalten. Wollte ich zuerst, aber also ich finde die Wolle auch schön. Das ist eine Opal Beauty gewesen. Aber ich bin halt nicht so der blaue Mensch. Und ja. Ich stricke meine Socken, für die, die es nicht wissen, rein grundsätzlich auf Dreiernadeln, manchmal auch auf 2,5er, aber das ist eher selten, weil ich stricke sehr fest. Ja, dann habe ich bei dem Karl von der Steffi von Devilly Crochet mitgemacht, bei dem Debbie, Devilly's Debbie Ford Karl, also so heißt der Hashtag. Und dann habe ich noch gefragt, ob ich mitmachen darf, weil die Debbie Ford Anleitungen, die haben es mir schon angetan, nachdem ich ihren Podcast verfolgt habe. Und ich habe mir da auch ein paar runtergeladen. Die gibt es kostenlos gerade auf Ravelry. Und da habe ich jetzt die Cottontail Socks gestrickt. Man weiß auch, wo ich beim letzten Mal war. Also, die gehen auch recht schnell. Da war ich beim letzten Mal bei dem Wollknäuel. Das habe ich von einer Zuschauerin bekommen. Die hat mir eine Projekttasche genäht. Und da hat sie mir so ein paar süße Maschenmarkierer reingelegt. Und da war dann dieser Anhänger dabei. Ja. Man macht, glaube ich, eigentlich auch eine Kerzchen- oder Käppchenferse. Aber. Ich habe eine, was ist es, eine Bumerang-Ferse ohne Zwischenrunden. Ich habe es dann einfach so ein bisschen Freestyle gemacht. Gestrickt habe ich die aus Resten. Das Mintgrün ist von Wolldackel, Sigurd. Da habe ich, glaube ich, mal
den Großteil in einem Pulli verstrickt. Und das Rosa ist eine, also einfach eine Sockenwolle von Wolle Rödel oder Rico Design. Ist ja, glaube ich, so fast das Gleiche. Und da ich mir jetzt nicht sicher war, ob das Grün für die zweite Socke reicht, so viel ich weiß, hätte es gereicht. Ich habe die Reste jetzt schon weggeräumt. Also ich hatte, glaube ich, noch so 20 Gramm über oder 30. Es hätte für eine Sneaker gereicht. Also es sind normalerweise keine Sneaker-Socken. Aber ich habe sie für mich als Sneaker gestrickt. Ich habe auch ziemlich viele Fehler drin. Also falls jetzt hier wieder irgendjemand was sagt. Der Shitstorm in Facebook hat mir gereicht, aber dazu komme ich auch später. Ja, ich habe hier halt ziemlich viele Fehler drin. Hier waren auch zu viele Maschen. Und ich muss auch sagen, das ist mein erstes Mal, dass ich eine englische, nach einer englischen Anleitung gestrickt habe. Davor waren mir die ja nicht so geheuer. Aber es war eigentlich gar nicht so schwer und man kann ja alles nachgoogeln. Und man hat ja dann eigentlich meistens eh nur den Chart. Ja, und dann habe ich nachgegoogelt und die Steffi hat mir auch geholfen und hat mir dann noch so ein Video geschickt. Das ist die zweite, da hat es dann schon ein bisschen besser geklappt mit dem Muster. Also ich bin da jetzt nicht so perfektionistisch, muss ich sagen. Und hier habe ich gestern, genau, da habe ich hier unten angefangen und ich habe das, glaube ich, bis nachts um 12:30 habe ich die Socke runtergestrickt. Ich dachte mir so, oh, die muss ich noch fertig bekommen fürs heutige Video. Und dann sich die über Nacht, also ich mache die dann immer nur nass und spanne die dann auf dem Sockenbrett. Ich wollte schöne Sommersöckchen haben. Und ja, das sind im Übrigen meine Lieblingsfarben. Rosa und Mintgrün. Ja, und Pink sowieso. Aber die, die mich schon länger kennen, die wissen das ja schon. Ja, und für mich muss es nicht perfekt sein. Ich weiß, dass es da manche Leute gibt, die sind da perfekt. Und ja, der innere Monk und wie auch immer. Ja, Leute, das ist schön für euch, dass was da euer innerer Monk sagt oder wie auch immer. Ja, ich wünschte, ich könnte es wirklich perfekt stricken, aber geht halt nicht. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich kann, so wie es mir möglich ist. Und es geht ja schließlich um den Spaß und um die Entspannung dabei. Und ganz ehrlich, ich hasse Aufribbeln. Dann müsste ich ja allfurz aufribbeln und da habe ich keine Lust zu. Und es gibt ja in Facebook verschiedene Gruppen. Da poste ich auch öfters mal meine Socken. Und dann hieß es auch, ja, hässlich gestrickt, naja, so lala, wie auch immer. Dann habe ich auch gesagt, Leute, ich habe eine Sehbehinderung, da geht's halt nicht anders. Und ja, ist einfach der Spaßfaktor dabei. Ja. Und ich mache das halt einfach so, wie es geht. Aber ich habe auch sehr viele positive Kommentare bekommen. Und eine hat sogar geschrieben, dass ich sie vom Ribbeln abgehalten habe, weil sie einfach immer so perfekt ist. Und ja, man kann ja ruhig sehen, dass es selber gemacht ist. Und von daher Freestyle. So, dann habe ich die richtigen Gothics, also mit zwei Farben, so wie man sie eigentlich strikt weitergemacht. Gut, da ist nicht viel passiert, bis auf die Ferse. Ich finde, nochmal zu den Socken, ich finde diese Anleitung echt super, aber ich mag das Bündchen nicht. Also irgendwie macht mir das keinen Spaß und verschränkte Maschen sind auch nicht so mein Ding. Ja, die wird auch auf jeden Fall weiter gestrickt. Und dann bekommt eine Freundin von mir, also ich stricke die aus Opalwolle, aus einem Uni und aus einer, die war auch in einem Abo drinne, letztes Jahr, glaube ich, als ich das Abo hatte. Also ich habe es gekündigt. Erstens Geld sparen, zweitens haben mir die letzten drei Abos nicht mehr so gefallen und ich bin eigentlich ja auch ein Opalwollen-Fan. Also ich finde die Opalwolle einfach super und weiß ich gar nicht, wo ich die Nadel hingelegt habe. Naja, wird schon wieder auftauchen. Und ich habe irgendwo die Kombi mit Orange gesehen, hatte ich aber jetzt nicht da. Und dachte ich, ja, das Braun ist bestimmt auch cool. Ja, und die stricke ich auf den Knit Pro Smart Sticks.
Und die anderen habe ich auf Nipprozing gestrickt, auch ein 3 mm. Ja, Mist, jetzt weiß ich nicht, wo die Nadel ist. Na, ich hoffe, die ist jetzt nicht verschollen. Naja, ich denke nicht. So. Ja, und die wohnt in der Tasche. Die hat mir auch eine Zuschauerin genäht, die die Maschenmarkierer herstellt. Die ist bei mir. Ach, da ist die Stricknadel. Die es bei mir im Shop gibt, die ich als Goodies mit reingelegt habe und die man ja jetzt auch bei mir kaufen kann. Ja, das ist ja übrigens bei mir neu im Shop. Es gibt jetzt Maschenmarkierer-Sets. Aber ich weiß nicht, ob ich die immer so nachbestellen oder nachmachen lassen kann, weil ich nicht weiß, wo es die Anhänger gibt. Und ich habe jetzt selber auch mal ein bisschen geguckt und auch ein paar süße Anhängerchen bestellt für Maschenmarkierer. Aber da dürft ihr euch überraschen lassen. Da verrate ich nichts. Dann habe ich eine Färbung von mir angestrickt. Die hat die Cindy von Masche für Masche angehäkelt. Und irgendwie hat sie mich dann damit angefixt, die halt anzustricken, dass sie auch mal sieht, wie die verstrickt aussieht. Das ist die Murphy, die ich gefärbt habe, die es auch bei mir im Shop gibt. So. Die werden auch mit 3 mm Nadeln gestrickt, mit den Mindful Nadeln. Da habe ich mir auch ein Nadelspiel geholt. Und das werden Socken für Aktion Grüne Socke. Ich denke mal, ich werde die so in Größe 41 stricken. Ja, Maschenbild ist jetzt da. Sind mir auch ein paar, bin ich auch mal irgendwie hängen geblieben oder so. Ich muss sagen, das war auch ein B-Ware-Knäuel. Das heißt, es hatte mehrere Knoten. Also das hat sich ziemlich verheddert, deswegen ist es nicht in Verkauf gewandert. Also das nehme ich dann praktisch für mich, um euch zu zeigen, wie die Wolle verstrickt aussieht. Und die knallt wirklich so. Ich hoffe, man sieht das jetzt so einigermaßen. Ja, und die ist halt ein bisschen breiter geworden. Die bekommt dann eine Dame mit dickeren, breiteren Waden, Knöchel, wie auch immer. Und ja. So sieht die verstrickt aus. Und ich finde die einfach mega hübsch. Und ich meine, wenn man die nochmal wäscht und so, dann wird ja das Maschenbild auch nochmal sauberer. Und hier hat sich aus Versehen irgendwas verdreht. Ja, so wie so eine verkürzte Reihe reingekommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich die an Aktion Grüne Socke stricke und die bekommt eine Krebspatientin. Ich glaube, der ist es im Endeffekt egal, ob da jetzt irgendwie hier so ein kleiner Fehler drin ist. Ich glaube, die haben einfach Wichtigeres im Kopf. Und da ging es auch in Facebook um diese, weil ich da halt was gezeigt habe oder gepostet habe, einfach weil ich es zeigen wollte, wie die verstrickt aussieht. Und manche waren da ziemlich garstig, wie man hier sagen würde. Ja. Also es war halt ein bisschen nervig, aber naja. Die wohnt in meiner Fuchstasche von die Wollwichtel. Die habe ich mal auf Etsy gekauft vor 2 Jahren. Das war meine erste genähte Projekttasche. Davor hatte ich ja immer so... das ist einfach ein Kulturbeutel von Müller. Die nutze ich auch ganz gern als Projekttasche. Das werden meine... Die wird beim... Strickt Stinos Karl von Freiweib und 161 Maschen angestrickt. Daraus werden Socken für den Arbeitskollegen. Ich verwechsel das immer. Ja, ich habe mal für einen Arbeitskollegen Socken gestrickt. Für einen Freund von meinem Mann. Oder halt hier so eine große Kulturtasche. Ich habe die tatsächlich vom Rossmann. Oder so eine nutze ich auch. Die habe ich letztes Jahr zum Geburtstag von ehemaligen Freundinnen geschenkt bekommen. Ja, genau. Und dann hat auch noch eine drunter geschrieben, ja, wie könnte ich nur so Socken verkaufen? Die sind ja voll unsauber. Also wenn ich Socken verkauft habe, so, ja, dann habe ich immer darauf hingewiesen, dass da ein paar Fehlerchen drin sein könnten im Muster oder
aus dem Rippenmuster und es hat nie jemand gestört. Also die haben alle gesagt, hey, deine Socken sind wunderschön und das ist egal und du gibst dir Mühe und sie erfüllen ja ihren Zweck. Und ich sage immer, Hauptsache, es kommt eine Socke dabei raus. Aber klar, wenn ich jetzt Socken für jemand anderes stricke, achte ich nochmal explizit darauf, weniger, ich nenne es mal Flüchtigkeitsfehler in meinem Fall zu machen. Aber vermeiden kann man es halt nicht. Und ich muss ehrlich sagen, es lebt sich leichter, wenn man den Monk einfach abstellt. Oder weniger abstellt. Ja, ich habe auch einen Monk. Ich muss immer eine Runde zu Ende stricken. Ja, das ist meiner. Aber sonst, nee, dann würde ich gar nicht zum Stricken kommen, ehrlich gesagt. Dann müsste ich immer aufmachen. Und ich habe am Anfang, als ich mir das beigebracht habe, so oft aufrippeln müssen. Nee, habe ich gar keine Lust für. Dann wohnt in diesem Projekt. Die hat mir auch eine Zuschauerin gestrickt oder auch eine, die in der WhatsApp-Gruppe vom Strickstinus Karl ist. Und ich habe ja vorhin, gestern habe ich ja die Färbungen von Atelier Zitronen an, also gefärbt. Auch schon eine gewickelt. Das ist die Sakura. Das ist eine Atelier Zitronen, also Trekking vierfach. Also 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Ich finde, die ist auch ein Ticken weicher als die normale, wenn man halt so herkömmlich, also woanders Sockenwolle, herkauft. Und ich finde, die verstrickt sich auch gut. Ich habe jetzt vorhin mal angefangen. Wieder eine Debbie Ford-Anleitung. Danke, Steffi. Jetzt bin ich Debbie Ford-Anleitungs obsessed. Und ich weiß jetzt nicht, ob man so viel sieht. Also das werden auch wieder Sneaker, deswegen ist das Bündchen kürzer. Ist so in etwa Dufts rauskommen. Also ihr könnt es auf Instagram verfolgen und ich werde im nächsten Video wieder was davon zeigen. Eigentlich macht man Broken Ribs Bündchen, aber irgendwie habe ich das noch nicht ganz kapiert. Erst im Nachhinein, also habe ich einfach jetzt eins rechts, eins links gemacht. Und so eine Färbung wollte ich schon immer haben und habe das aber irgendwie noch nie so gefunden im Laden. Also dachte ich mir, ja, warum nicht einfach färben? Dann einer von den besagten Maschenmarkierern, die es auch bei mir gibt. Also so im Set, solange es die halt noch hat. Ich habe ja eh immer nur kleinere Mengen, weil mein Lager ist ja nicht so groß. Also ich habe ja, wie ihr öfters gesehen habt, dieses Kallax-Regal und habe jetzt hier noch so ein größeres Regal, dass das alles so ein bisschen Wollladen-Feeling hat. Aber ich kann nicht Unmengen an Wolle lagern. Das geht einfach nicht. Deswegen gibt es sie bei mir in kleinen Mengen. Entweder, wenn ich merke, okay, eine Färbung kommt gut an, dann färbe ich die auch nochmal nach, so wie die Schokominze. Oder es gibt auch Färbungen, okay, da ist die Nachfrage nicht so groß, die werden dann halt nicht mehr nachgefärbt. Ja, das ist die Strawberry Cheesecake von Debbie Ford, wie gesagt. Das sieht man noch nicht allzu viel. Also ich bin gerade mal erst hier in diesem Anfang des Mustersatzes, genau. Ja, und dann bin ich am Überlegen, weil irgendwie gefällt mir das gerade voll, so die Ferse und das die Spitze abzusetzen. Und dann hatte ich, oh Gott, was ist das wieder für ein Salat hier? Das ist eine Färbung von Piratenwolle, aber die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, weil Piratenwolle, die färbt ja immer neu, glaube ich. Und die Farben haben ja nur Nummern, also könnte ich nicht mal sagen, was das für eine ist. Die habe ich, glaube ich, irgendwann letztes oder vorletztes Jahr gekauft. Und die sieht so aus. Und ich finde eigentlich, upsi, dass das ganz gut passt. Ja. Könnte sie auch komplett so machen, aber das entscheide ich dann. Jedenfalls wird da nachher noch der erste Mustersatz gestrickt. Weil da das ja kürzere Socken werden, reicht da eigentlich ein Mustersatz. Ja. Machen wir das Täschle wieder zu. Ja, und die Tasche wurde auch so nach meinen eigenen Wünschen genäht.
Also den Stoff hatte sie schon da. Ich finde den echt cool. Erinnert mich so an meinen London-Urlaub. Und ich wollte rosa, sprich pink. Ja. Dann habe ich habe auch genäht übrigens. Die Tasche habe ich genäht. Da fehlt nur da ist der Bändel irgendwie weg. Und ich habe das aus Versehen falsch rum hingenäht. Ich Schussel, ne? Und ich bin auch absolut kein Profi, was Nähen angeht. Also ich kann nur so Säckchen nähen. Ja, die Nähmaschine hat Zicken gemacht. Daher, ich habe die jetzt einfach für mich genäht. Ich habe auch letztes Jahr habe ich den hier genäht. Ich glaube, ich habe mal gezeigt, aber die Socken habe ich ewig nicht mehr weiter gestrickt. Weil, ja, keine Lust, Schuhgröße 46. Ja, ihr kennt's. Muss ich gerade mal gucken. Und jetzt. Achso, ich suche gerade das Buch. Genau, ach, da ist es. Und zwar stricke ich ja gerade aus dem Buch her. Ich glaube, es ist spiegelverkehrt, aber von Susanne Oswald, My Red Strickbuch. Muss ich gerade mal kurz schauen, wie ich die Anleitung. Weil die sollte man ja jetzt nicht unbedingt sehen. Da stricke ich ja das Inselglücktuch. Ich würde mal behaupten, so 20% habe ich jetzt von dem Tuch. Also ich bin jetzt gerade auch dabei, mein Ravelry-Profil zu aktualisieren und die Projekte einzupflegen. Zumindest die neuesten. Also ich habe nicht alle drin. Da heiße ich übrigens auch Blinde Wolle auf Ravelry. Also einfach Blinde Wolle, alles zusammengeschrieben. Großes B und großes W. Und ja, so sieht meins aus. Passend zu den Cottontail-Socken. Da bin ich jetzt Anfang vom Herzmuster. Und das stricke ich aus dem Bobbel von Katrinchen Kirschblüte. Unikati, der war in meinem Tauschpaket drin. Und irgendwo hatte ich noch so einen mintgrünen. Ja, da ist auf jeden Fall Mintgrün drin von Dreams of Wool, weil die Streifen, die in der Anleitung rot sind, sind bei mir Mintgrün. Und ich werde auch diese, seht ihr das, das sind ja so, ja, ist nicht gleichmäßig, sind ja diese Bobbel. Und die waren furchtbar. Also ich glaube, ich werde die weglassen. Die haben mich so genervt. Wirklich, da muss man irgendwie vier Maschen links zusammenstricken, keine Ahnung. Und das ist einfach nur ein Krampf. Also, das wird dann einfach glatt rechts gemacht. Und es wird halt ein Sommertuch für mich, je nachdem, wann es fertig wird. Und die stricke ich auf 3 mm Adi-Unicorn-Nadeln. Gestern war ich irgendwo hier. Also, die Maschenmarkierer sind da, weil man diesen Mustersatz nur von da bis da strickt und außenrum, das wird halt einfach kraus rechts gestrickt. Und ja, ich finde es schön, ich bin gespannt. Es ist halt für mich nochmal was anderes, das mit so einem gefachten Garn zu stricken, weil das sind ja immer diese kleinen Fädchen dran. Und da bleibt man öfter mal dran hängen. Ah ja, genau, das ist das Mintgrün. Das habe ich mal, wie gesagt, von der Franzi von Dreams of Wool. Das ist ja eine Freundin von mir. Die hat aber keinen Shop mehr. Und die hat mir das letztes Jahr mal mitgegeben, weil ich habe doch das Kleid für meine, also dieses Pastellkleid gestrickt, was ja eigentlich für meine Schwester sein sollte, für die Träger. Und ihr Hund hat den Rest von meinem Bobbel, den ich dazu hatte, gefressen. Und das hat sie mir dann geschenkt und mitgegeben. Und ich habe da noch so viel übrig. Also warum nicht aufbrauchen, ne? Dann habe ich mir das jetzt hingelegt. Also an meinen Pullis habe ich nicht weiter gestrickt. Weiß nicht, reizt mich gerade irgendwie einfach nicht so. Und upsie. Ich hatte mir überlegt, die vielleicht für den Herbst-Winter aufzuheben oder wenn es mal doch wieder kühler ist.
Aber mein Zeitumkehrer könnte ich euch mal den Fortschritt zeigen. Da habe ich den Körper fertig. Aber die Ärmel halt noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den im letzten Video schon gezeigt habe. Also ich vergesse das immer. Ich bin momentan so verplant und unkonzentriert und vergesslich. Also für die Neuen, die es noch nicht gesehen haben, das ist der Zeitumkehrer. Da habe ich hier auch schon eine Nadel mit rein oder Nadeln mit rein für den Ärmel. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Lady in Red aus meinem Shop so wildert. Oder so, dass es so ein Muster ergibt. Und ich finde es halt richtig, richtig schön. Ja, und da habe ich hier noch zwei. Ah ne, das eine ist rosenrot, glaube ich. Aber ich finde, man kann das ja trotzdem gut kombinieren. Ja, und ich glaube, so viel habe ich da gerade eh nicht mehr dran. Das ist das letzte noch. Also das kleine Stümmelchen hier. Und der wohnt in dieser tollen Projekttasche von Das Pinke Schaf. Die habe ich bei ihrem Laden gekauft. Und ja, die hat mich angelacht. Die musste natürlich mit. Und bei meinem Zweig ist es, glaube ich, auch nicht so viel weiter gegangen. Also ich bin jetzt in der Mitte von diesem Lace-Muster. Und irgendwie sieht der bei anderen viel enger aus als bei mir. Aber gut, ich habe wahrscheinlich auch den Kragen zu weit gemacht. Das ist ja mit dieser Wollmeise. Und da habe ich auch noch eine Einhornpups drin. Die muss ich mir bei Gelegenheit auch nochmal nachfärben. Und die gibt es ja auch bei mir sogar. Ich glaube, die ist jetzt gerade ausverkauft. Also die gibt es, glaube ich, gerade gar nicht mehr. Ja, die kann ich bei meiner nächsten Färbesession wieder mitfärben. Aber ich habe dieses Säckchen dazu genäht. Es ist eigentlich ein Sockenwoll, also für ein Sockenprojekt. Aber da der noch nicht so groß ist, passt der da rein. Und die Stoffe von den beiden Säcken, die habe ich von Butinette. Da kriegt man, wenn man Kunde ist, immer einen Gutschein von 5 Euro, glaube ich, zum Geburtstag. Und da habe ich mir diese Kilt-Sets gekauft. Ich glaube, da sind 7 oder 8 Stoffzuschnitte drin. So, ich glaube, 50 mal 1 Meter oder so. Und ich finde die für die Projekttaschen ganz praktisch und ich finde den Stoff halt total süß. Also so ein, ich mach's mal auf, so ein richtiger, ja, seht, so diese Kindermuster. Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann hatte ich auch überlegt, die zum Verkauf anzubieten, aber meine Nähkünste, es ist halt einfach so eine Sache. Meine Nähte sind halt nicht wirklich sauber und deswegen sind die einfach jetzt mal nur für mich. Außer es fragt jetzt jemand explizit danach, er möchte so ein, ich nenne es einfach mal Turnbeutelsäckchen, weil das ist das Einzige, was ich nähen kann, haben, dann mache ich das auch. Aber ist halt nicht ganz fehlerfrei. Ja, ah, genau, und ich habe noch an meinem Lumi ein bisschen weiter gestrickt. Aber was ist denn da passiert? Auch nicht so viel. Ich weiß nicht, das ist so ein gutes Auto. Beifahrer, also ich kann ja nicht Auto fahren, aber ein gutes Beifahrerstrickprojekt und da sind auch wieder ein paar Reihen dazugekommen. Da, wo der Flamingo ist. Und ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Wolle übrig. Also, na, es geht. Das Stück hier noch. Und das war ein Bobbel oder ist ein Bobbel von Romy Fischer. Aber wie der jetzt heißt, weiß ich gar nicht mehr. Also, ich habe die Banderole nicht mehr. Und ja, und dann habe ich halt noch Diamond Painting gemacht die Woche. Also an meinem Riesenbild, was da hinten liegt, an meinem Josephine Wall Bild. Das mache ich ja immer so quadrateweise. Und da setze ich mich nachher auf jeden Fall noch hin. Gestern habe ich Wolle gefärbt und ja, man lernt dazu. Man holt sich Inspiration. Und ich habe übrigens ganz viele
Stränge in Grün für Aktion Grüne Socke, habe ich festgestellt. Ich habe vorher noch mal ein bisschen umgeräumt, weil die zwei Fächer von dem Kallax-Regal, das wird ein bisschen knapp. Und ich hänge euch am Schluss nur so ein kleines Mini-Mini-Video dran, wie ich jetzt mein Lager gemacht habe. Also es kommt wahrscheinlich immer noch ein bisschen was dazu, aber ja. Genau, was ich noch zum Schluss erzählen wollte, zu meinem letzten Deep Talk Video. Ich hatte mich ja bei Lidl beworben und hatte denen ja eine E-Mail geschrieben. Die Jenny von J. Rusch oder J. Rusch Design, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man es genau ausspricht, hat mir in den Po getreten. Weil ich glaube, ich hätte von selber keine E-Mail geschrieben. Die haben sich tatsächlich bei mir telefonisch gemeldet und man musste. Das ist total doof, wenn man sich da online bewirbt, weil man muss eine Frist angeben, wie lange man da arbeiten möchte, kann, wie auch immer. Und ich konnte aber irgendwie nur 3 Monate angeben und ich will aber da eigentlich schon längerfristig, also irgendwie einen Minijob haben, wo ich sage, okay, ich gehe da also 2, 3 Mal in der Woche hin für 3 Stunden oder so. Und da geht es nur ums Regale einräumen. Also Kasse kann ich ja nicht machen. Und die haben dann tatsächlich mit mir das Gespräch gesucht, also telefonisch, wegen dieser E-Mail und ich fand es einfach mega cool, dass die da angerufen haben. Also die war auch sehr nett, die Dame, muss ich sagen. Sie hat gemeint, die haben mich rausgeschlossen wegen dieser Frist. Und habe ich gesagt, das konnte ich leider nicht anders angeben. Das ist irgendwie auf der Seite so. Und ich habe gesagt, ich kann natürlich auch länger arbeiten als 3 Monate. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll einfach noch mal eine Bewerbung schicken. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt am Telefon, ja, dass das mit der E-Mail absolut nicht böse gemeint war und dass ich denen auch nichts unterstellen wollte, aber ich habe einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und hat sie gemeint, ja, das versteht sie total. Und dann sind wir so verblieben, dass ich mich jetzt nochmal beworben habe am Freitag. Das habe ich jetzt gemacht. Gut, jetzt ist Pfingsten, jetzt schaue ich einfach mal, ob die sich noch melden. Ja. Wäre cool, ich meine, Versuch ist es wert und ja, so Bewerbungen sind halt bei mir immer so eine Sache. Es ist halt oft frustrierend und ich muss auch sagen, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, dass die sich jetzt nochmal gemeldet haben. Also ja, richtig cool einfach und ja, ich hoffe, dass mein letztes Video nicht allzu negativ war. Ich finde, solche Dinge müssen einfach auch angesprochen werden. Ich finde es auch schön, dass das auch einige sich angeguckt haben. Ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen. Übrigens, danke für die lieben Kommentare dazu. Das wollte ich auch noch sagen. Einfach danke für euer tolles Feedback, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Habe ich ja, glaube ich, im letzten Video auch gesagt. Mir geht es jetzt auch wieder besser. Das war halt letzte Woche einfach irgendwie komisch alles. Und manchmal gibt es halt so Tage, da kommt einem das halt wieder hoch oder da nervt es halt einfach, dass man sich da ständig rechtfertigen und erklären muss. Heißt ja auch ständig, ja, warum rechtfertigst du dich oder warum willst du Aufmerksamkeit? Aber das hat damit nichts zu tun, weil man kommt ja da automatisch rein. Weil entweder, wenn man es erklärt, also jetzt auch gerade in Facebook, jetzt mit in der Gruppe, wie zum Beispiel, wenn ich es reinschreibe, heißt es ja, warum rechtfertige ich mich? Aufmerksamkeit, pipapo. Wenn ich es nicht erkläre, heißt es ja, warum hast du es nicht reingeschrieben? Also egal, wie ich es mache, es ist falsch und manchmal habe ich auch keine Lust, mich zu erklären. Machen ja andere Menschen auch nicht. Und dann denke ich mir oft so, okay, ich habe da genauso das Recht zu zeigen, was ich gewerkelt habe. Und ja, wenn es halt einfach dann darum geht, dass man da perfekt sein muss, dann bin ich da raus. Also ja. Und ich finde gerade um so Kreativität, ums Stricken und so muss man nicht perfekt sein. Ich meine, das wart ihr am Anfang sicherlich auch nicht, als ihr euch das beigebracht habt. Und ich denke, der Großteil strickt einfach auch schon länger als ich. Und ich stricke erst seit 1, nee, seit 2,5 Jahren. Da hat man halt noch nicht so die Strickerfahrung, als wenn man 10 Jahre strickt oder so. Und ja, genau. Dann würde ich jetzt aber sagen, das war's dann für heute wieder.
Ich freu mich, dass ihr dabei wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Hallöchen. Ich sagte ja, zum Schluss kommt noch ein kleines Video zu meinem Minilager. Das hier ist übrigens mein Bildschirmlesegerät. Habe ich, glaube ich, auch mal ein Video da dazu gemacht. Hier ist die Rohwolle drin. Momentan habe ich nicht mehr ganz so viel. Da ist noch die Atelier Zitronen High Twist drin, die Organza-Tüten. Tüten, Säckchen, oh Mann. Ja, da die Kärtchen und so, was man halt so braucht. Tesa. Da oben ist auch ein Diamond Painting Bild, was ich gemacht habe. Ein gestrickter Pulli. Da ist auch die Sigurd drinne, die ich jetzt in den Socken verwendet habe. Hier auch noch so ein paar Diamond Painting Zeugs. Auch mein erster So Faded, den kennt ihr ja schon. Hier oben habe ich einfach so ein bisschen Wolle von mir gestapelt. Da ist auch eine meiner ersten Färbungen dabei, vor 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind. Und halt von mir so private Wolle einfach. Und hier, ja, das ist Wolle, die ich verstricken will. Die habe ich auch selber gefärbt, aber die gibt es nicht im Shop. Das ist einfach nur von mir. Und hier sind praktisch die ganzen Färbungen. Von Atelier Zitronen bis ja, normale Sockenwolle und Alpaka-Seide. Das hier ist halt alles in grün. Deswegen sagte ich ja, genug für Aktionen, grüne Socke. Und hier unten sind die Atelier-Zitronenfärbungen drin, die ich gestern gemacht habe und halt noch ein paar andere. Und auf welche ich richtig stolz bin, ist die hier. FC Bayern. Könnte auch Leuchtturm sein, aber da ja Bayern gestern gewonnen hat, hatte mein Mann die Idee, diese Färbung zu machen. Oder einfach, dass ich das färbe. Und auf die bin ich irgendwie auch richtig stolz. Sie sah im Farbbad richtig cool aus. Ja, dann sind hier noch paar Färbungen drin. So auch die vom letzten Jahr, die Herbstfärbungen. Ja, und hier sind halt noch die ganzen Minis drin. Für die Socksets und so. Genau, das war's dann. Genau, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!